Hey ho und willkommen zu Fahrenheit. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und Kommentare sind natürlich immer gern gesehen. Nun viel Spaß. Fertig, das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt, es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Zerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Wach auf, Markus, los geht's. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Und wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Soldat, schnell, verstecken! Nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Warte besser erst auf Markus. Und jetzt?
Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Unmöglich. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Bist du dran, Lukas? Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer, aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Todgebieter. Gut. Sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen.